That machine I worked on the other day. Okay. All right. Switch on. TV screen on. Slow down, not so fast. I don't think that'll work. Well, sure it will. I remember how to load this thing. Flap up. Disk in. Flap down. Hey, wait a minute. Something wrong here. What did I do wrong? Uns geht's heute um die Geschichte der künstlichen neuronalen Netze. Warum? Sie sehen heute sehr viele sehr komplizierte und zum Teil wilde Architekturen und man fragt sich, wo kommen die her? Wenn Sie aber ein bisschen eine Vorstellung davon haben, wo die neuronalen Netze selbst herkommen und was sich die Leute im Laufe der Zeit eben gedacht haben, wie die Entwicklung war, dann ist das alles relativ logisch und einfach, dass man sich fast denkt, hätte ich ja auch drauf kommen können. Hätten wir wahrscheinlich nicht, aber im Nachhinein sieht es wirklich sehr, sehr einfach aus und ist auch leicht nachvollziehbar und leicht verständlich und dann kann man sich auch leicht merken. Deshalb ein eigenes Video, das ein bisschen die Geschichte beleuchtet. Wir werden speziell bei speziellen Architekturen wie bei den Transformern, bei den RNNs, bei den CNNs auch wiederum natürlich die Entwicklungsgeschichte uns anschauen, aber hier geht es mal so ein bisschen um alles. Also, der Einstieg. Viel Spaß. Also gut, dann fangen wir gleich mal an. Und zwar fangen wir am besten dort an, wo es noch keine künstlichen neuronalen Netze gab. Ende der 1960er Jahre war das so. Und da gibt es eine Geschichte, die ist ganz nett, von Marv Minsky. Den Namen haben Sie vielleicht schon mal gehört. Marv Minsky ist einer der bekanntesten Forscher im Bereich künstlicher Intelligenz. Und er erzählt ganz gerne die Geschichte, dass er so gegen Ende der 1960er Jahre seinen Studenten eine Projektaufgabe gestellt hat. Sie sollen mal über die Sommerferien weg überlegen, ob sie es irgendwie schaffen, eine Software zu schreiben, die in der Lage ist zu erkennen, ob auf einem Foto ein Vogel drauf ist. Also gar nicht so schwierig. Und er war auch davon ausgegangen, dass diese Aufgabe lösbar ist. Das sollte doch möglich sein, auch in den 1960er Jahren schon sowas zu programmieren. Tatsächlich hat sich herausgestellt, diese Aufgabe, die ist deutlich schwerer. Ja, es ist nicht ein Sommer ins Land gegangen, es sind erstmal 10 Jahre ins Land gegangen und es war immer noch nicht möglich. Es sind nochmal 10 Jahre ins Land gegangen, es war immer noch nicht möglich. Tatsächlich hat es am Ende mehrere Jahrzehnte gedauert, bis es endlich mal möglich war, dieses Problem zu lösen. Und sämtliche Machine Learning Algorithmen, die in der Zeit entwickelt wurden, in den 70er, 80er, 90er Jahren entwickelt wurden, sind alle gescheitert an diesem einfachen Problem. Daran sieht man natürlich mehrere Dinge. Das erste, was man sieht, ist, dass Probleme, die einfach scheinen, vielleicht auch gar nicht einfach sind. Ja, der XKCD deutet das an. Sie können ein Kind im Kindergarten fragen, wo ist das Foto aufgenommen und das Kind wird mit den Schultern zucken und Sie können es fragen, ist auf dem Foto ein Vogel drauf? Dann wird das Kind sagen, ja klar ist da ein Vogel drauf, das sieht ja jedes Kind. Für Sie als Informatiker ist es natürlich schwieriger. Ja, Sie können leicht sagen, wo ein Foto aufgenommen wurde, weil normalerweise heute an jedem Foto die GPS-Koordinaten hängen. Aber eben zu erkennen, ob da ein Vogel drauf ist, ist nicht ganz so einfach. Möglich war das Ganze tatsächlich erst mit der Entwicklung der neuronalen Netze, der künstlichen neuronalen Netze. Und zwar, der Beweis dafür, dass es möglich ist, der wurde netterweise von Flickr erbracht. 2014 gab es eine Flickr-App, die ist leider nicht mehr online,
aber die konnte genau das Problem von Marv Minsky lösen. Das heißt, wenn ein Bild auf Flickr hochgeladen war, konnte man draufklicken und erstmal fragen, ist das in einem Nationalpark aufgenommen, und dann nochmal fragen, ist da ein Vogel drauf? Und das hat natürlich funktioniert. Die haben damals gesagt, ein Tag Arbeit. Ja, 2014 war das ein Tag Arbeit. Heute ist das sogar noch viel weniger Arbeit. Wenn Sie die Tutorials gemacht haben nachher und die Übungen gemacht haben und das Praktikum gemacht haben und schön nachgearbeitet haben, dann würde ich sagen, länger als eine halbe Stunde dürfen Sie nicht brauchen, um dieses Problem zu lösen. Vielleicht auch nur 10 Minuten. Ja, aber eine halbe Stunde sei mehr Arbeit ist es nicht. Ja, was hier genau passiert in dem neuronalen Netz, das erklären wir dann sogar in einem extra Tutorial, in dem 10-Ebenen-Tutorial, das hinterher nachkommt. Aber Sie sehen hier, man kann ein neuronales Netz bauen, das das Problem löst. Die Frage ist, warum ist das möglich? Warum kann das neuronale Netz dieses Problem lösen, was andere Software nicht lösen kann? Oder was ist denn heute anders als 1970? Dass es heute möglich ist, dieses neuronale Netz zu trainieren und damals nicht war. Ich habe schon gesagt, gerade eben, ja, das Training ist es. Was wir heute haben, was Marv Minsky damals nicht hatte, sind einfach Fotos von Vögeln. Ja. Als Beispiel hier ein Datensatz, der ganz häufig als Spieldatensatz benutzt wird, der sogenannte Ziffer-10-Datensatz. Da sind Bilder drin von 10 Typen von Objekten. Ja, also von hier Flugzeug, Auto, da ist auch der Vogel, bis zum Schiff und zum Truck. Und von jeder dieser 10 Gruppen sind jeweils 6.000 Bilder drin, sodass es insgesamt 60.000 Bilder sind. Und tatsächlich findet man heute im Internet auch Datensätze, die sind noch viel, viel, viel größer. Also können Millionen Bilder bekommen, die zugeordnet sind zu irgendwelchen Klassen und die man benutzen kann, um ein neuronales Netz zu trainieren. Und der Trick ist nun, dass das neuronale Netz eben nicht programmiert wird wie ein Algorithmus, sondern das neuronale Netz, dem zeigen wir diese ganz vielen Bilder, und das neuronale Netz speichert sich ab, wie sieht denn ein Vogel aus, wie sieht denn das Bild eines Vogels aus. Und wenn wir dem genügend Vogelbilder zeigen, dann kann das neuronale Netz tatsächlich lernen, einen beliebigen Vogel von einem beliebigen anderen Objekt zu unterscheiden. Und zwar nur durch Training. Deshalb geht auch das Entwickeln so schnell, weil wir müssen das Problem gar nicht lösen. Wir müssen nur wissen, wie man ein neuronales Netz aufsetzt, dass eben das Netz uns das Problem löst. Das kann man sehr schön zeigen. Und da möchte ich ganz kurz Ihnen das an dem Beispiel mal zeigen. Confluent.js ist so ein neuronales Netz, das gleich funktioniert wie das von Flickr damals gebaute, das im Browser läuft und bei dem sehr schön verfolgen kann, was da so passiert. Und das will ich Ihnen ganz kurz mal zeigen, wie das zum Beispiel beim Ziffer-Datensatz, den wir gerade gesehen haben, aussieht. Also, kurzen Moment, das schauen wir uns jetzt an. Also, ich habe Ihnen hier mal das confnet.js geöffnet und Sie sehen, es trainiert schon eine Weile. Ich habe etwas vortrainiert. Das neuronale Netz wird gefüttert mit diesen Bildern aus dem Ziffer-Datensatz. Sie sehen hier, es benötigt etwa so zwischen 50 und 100 Millisekunden, um ein Bild zu bearbeiten. Es benötigt auch etwa so lang, eher ein Ticker länger, 100 Millisekunden etwa, um ein Bild zu trainieren. Und die ganzen Parameter werden Sie noch lernen, was das bedeutet. Man kann hier sehr schön in das neuronale Netz hineinschauen. Hier ist zum Beispiel jetzt das Bild dieses LKWs, das gerade trainiert wird. Und man sieht, wie die Aktivierungen durch die Schichten des neuronalen Netzes gehen. Man sieht ja nicht mehr sehr viel vom LKW, aber das, was den LKW ausmacht, scheint wohl noch da zu sein. Und wenn wir durch das ganze Netz durchgehen, dann können wir uns hier unten das Ergebnis anschauen. Das Ergebnis ist folgendes: Es wird immer ein Foto präsentiert, beziehungsweise in dem Fall zwei auf einmal, aber das ist ein anderes Thema. Es werden also immer Fotos präsentiert
Und dann versucht das neuronale Netz vorherzusagen, zu welcher dieser 10 Klassen das Objekt auf dem Foto gehört. Und die Top 3, die sind hier dargestellt. Also das oben ist immer das, was das neuronale Netz als erstes geraten hat sozusagen. Und die Alternativen, die auch noch möglich wären, kommen dann unten drunter. Und grün ist jeweils das Richtige. Ja, und Sie sehen hier, unser neuronales Netz hat eine Accuracy momentan von 72-73%, also nicht 100% richtig. Aber hier sehen Sie, der LKW, der Truck ist an Platz 1, das Schiff ist an Platz 1, der Vogel hier, der ist nur an Platz 2, das wäre also falsch vorhergesagt. Aber wir können das neuronale Netz noch eine ganze Weile trainieren und das wird mit der Zeit immer besser und besser und besser werden. Ja, das ist relativ langsam jetzt, weil das ja hier nur im Browser läuft. Ja, Sie sehen, es kommen immer gleich ein paar auf einmal. Hier ist wieder ein Falsches mit drin. Naja, ob hier ein Reh drauf ist, kann man auch drüber streiten. Bei dem Huhn hier müsste man sagen, das müsste es eigentlich erkennen. Ja, also da ist sicherlich das Training noch nicht so weit. Okay, Sie können da gerne selbst auch damit spielen noch. Hier ist der Link. Schauen Sie sich das an, spielen Sie damit rum, lesen Sie sich die Dokumentation dazu. So, nachdem wir jetzt also gesehen haben, was man mit neuronalen Netzen so machen kann, welche Probleme man damit lösen kann, zumindest welche Probleme man leicht damit lösen kann, gehen wir mal noch einen Schritt zurück und schauen uns an, wer hat eigentlich die Ideen gehabt dazu. Und das führt uns ziemlich weit zurück. Sie sehen es hier, ja, das führt uns zurück bis in die 1940er Jahre zu McCulloch und Pitts und zu Donald Hebb. Und da gucken wir mal, was die so für Ideen haben. Was Sie an dieser Kurve, die hier vor mir eingeblendet ist, schön sehen können, ist, der neuronale Netze-Hype, der ist nicht ein Hype, der einfach damals angefangen hat und dann nach oben gegangen ist, sondern der ging in mehreren Stufen. Es gab gleich am Anfang einen schönen Hype, dann einen größeren Hype, dann gab es eine ganz große Depression, wo keiner mehr sich für neuronale Netze interessiert hat, dann gab es wieder einen Hype, dann gab es wieder so ein Plateau, wo eigentlich auch sich niemand so richtig für neuronale Netze interessiert hat. Und der richtige künstliche Intelligenz-Hype, der richtige neuronale Netze-Hype, der ist ja relativ jung. Der hat erst hier so um die Jahrtausendwende etwa angefangen. Und seitdem spricht ja die ganze Welt nur noch davon. Aber warum wir das hier machen, hat einen ganz einfachen Grund. Weil die künstlichen neuronalen Netze, die heute so gehypt werden, die sind in Wirklichkeit gar nichts Neues. Das ist nicht so arg viel anders wie das, was es damals schon gab. Es ist überhaupt nicht anders wie das, was es da schon gab. Warum das heute so ein Hype ist und damals nicht, kann man verstehen. Wird man nachher auch drauf eingehen. Aber jetzt fangen wir erstmal ganz da hinten an bei den Herren, die da die ersten richtigen, wichtigen Ideen hatten. Und zwar, noch ein bisschen auf die Seite gehen. Ups, nicht ganz so weit. McCulloch und Pitts haben ausgehend, ja, Sie sehen hier diesen kleinen Frosch, ja, ausgehend von der Untersuchung von Tieren und von echten Neuronen gesehen, Nervensysteme scheinen aus Fasern zu bestehen, die miteinander verknüpft sind. Und sie haben damals richtig erkannt, die funktionieren tut das Ganze, indem Signale von einem Neuron auf das andere Neuron übertragen werden. Und wenn das hier angeregt ist, wenn das eine Neuron feuert, dann kann es passieren, dass das Neuron, das hinten dran kommt, auch feuert. Oder in so einem Fall hier kann es eben sein, dass nur wenn beide Neuronen feuern, feuert vielleicht das hier. Ja, oder vielleicht feuert es auch schon, wenn eins von den beiden feuert. Das weiß man nicht. Ja? Aber es sind hier so Schaltungen möglich. Das werden wir im nächsten Tutorial uns genauer angucken, wie man solche Schaltungen machen kann und ob es nicht möglich ist, quasi mit solchen Neuronen elektrische Schaltkreise nachzubauen, quasi Transistoren, biologische Transistoren zu bauen. Und die Theorie damals war eben auch, dass diese biologischen Verknüpfungen hier im Prinzip sowas sind wie elektronische Bauteile, die mit Drähten miteinander verbunden sind, die elektrische Signale übertragen. Und ein bisschen so ist es ja sogar, denn es werden ja tatsächlich auch elektrische Signale übertragen.
in den echten biologischen neuronalen Netzen. Ja, und Sie sehen hier, Sie haben da eine ganze Menge so generischer Verknüpfungsmuster gefunden, die Ihnen immer wieder aufgefallen sind. Da sind noch viel mehr mit drin. Da unten steht auch das Paper, wo Sie das alles genau nachlesen können. Worüber sich die beiden allerdings überhaupt keine Gedanken gemacht haben, noch ist die Frage, wo kommt denn die Logik her? Also woher weiß denn dieses eine Neuron hier, ups, wo sind wir, woher weiß denn dieses Neuron hier, dass es nur dann angeregt sein soll, wenn es von beiden ein Signal kriegt. Oder dass es dann angeregt sein soll, wenn es von einem ein Signal kriegt. Also wo, oder da unten, woher weiß dieses Neuron in der Mitte hier, wann es angeregt sein muss. Das heißt, irgendjemand muss denen die Regeln, die Logik ja mitteilen. Und darüber haben die beiden, Mikalo und Pitz, sich zwar Gedanken gemacht, sind aber zu keinem schlüssigen Ergebnis gekommen. Ja, man könnte sagen, ja, das ist eben, die Biologie macht es halt richtig. Aber so kann es ja wiederum auch nicht sein, weil wir lernen ja Dinge. Das heißt, es muss möglich sein, dass diese Logik auch im Lebewesen, solange das Lebewesen lebt, noch entsteht. Das ist also nicht irgendwo kodiert in unseren Genen oder so. Der Erste, der sich jetzt darüber Gedanken gemacht hat, das war Donald Hebb. Donald Hebb hat auch ein schönes Buch geschrieben, das gibt es auch immer noch zu kaufen. Er hat sich Gedanken darüber gemacht, auch wie können die Verknüpfungen aussehen, aber er hat sich vor allem Gedanken darüber gemacht, wie bekommen wir die Verknüpfungen so hin, dass die auch was Sinnvolles tun. Also dass die Verknüpfungen tatsächlich ein Problem lösen können, dass ein trainiertes neuronales Netz entsteht. Und seine Theorie war eine relativ einfache, nämlich er hat gesagt, na gut, was haben wir denn da? Wir haben vereinfacht gesagt, immer ein Neuron am Anfang, hier, und wir haben ein Neuron am Ende. Und dazwischen haben wir eine Verknüpfung, und die Verknüpfung, die ist irgendwie gewichtet. Ja, ich habe mal W genommen als Abkürzung für das Gewicht, für das Weight auf Englisch. Und Training bedeutet jetzt, dass dieses Gewicht angepasst wird. Ja, wenn die Verknüpfung zwischen den beiden Neuronen wichtig ist, dann soll das Gewicht groß werden. Und wenn die Verknüpfung zwischen den beiden Neuronen nicht so wichtig ist, dann soll das Gewicht klein werden. Wenn es 0 wird, dann ist die Verknüpfung quasi nicht mehr da. Ja? Für uns, wenn wir künstliche neuronale Netze bauen, ist das ein schöner Denkansatz, denn wir müssen nicht die Verknüpfungen zwischen den Neuronen lösen und wieder verknüpfen, sondern wir können einfach in diesem W drehen, und wenn wir das W auf 0 schalten, dann ist die Verknüpfung de facto weg. Obwohl sie natürlich noch da ist, aber sie hat keinen Einfluss mehr. Und jetzt ist die Frage, wann wird tatsächlich dieses W verändert? Oder einfach ausgedrückt, könnte man sagen, wann wird das W vergrößert? Wenn wir es mal davon ausgehen, wir haben ein neuronales Netz, das untrainiert ist, da sind die Ws vielleicht alle 0. Ja? Und jetzt müssen einzelne der Gewichte vergrößert werden, das heißt, es müssen Verbindungen hergestellt werden von Neuronen. Und da kann man sich gar nicht so viele Regeln überlegen. Ja, man könnte zum Beispiel sagen, die Verknüpfung, die wird umso stärker, je häufiger das Neuron hier feuert. Also wenn das jedes Neuron, das erregt ist, wird seine Verknüpfungen verstärken. Das wäre eine Möglichkeit. Wenn man das ausprobiert, kann man einfach mit Bleistift und Papier mal durchprobieren, was da passiert in so einem Netzwerk. Da stellt man fest, das tut so wenig. Da kann man keine vernünftige Lernregel draus bauen. Das wird nicht gehen. Das wird nichts Vernünftiges lernen können. Sondern da werden einfach manche Neuronen stark oder manche Verknüpfungen stark und andere Verknüpfungen schwach, bleiben schwach, aber da kommt nichts Vernünftiges dabei raus. Es muss ein Ticker komplizierter sein. Und das ein bisschen kompliziertere, das hat der Donald Hebb sich ausgedacht oder ist auf die Idee gekommen zu sagen, ja, vielleicht hängt es ja von beiden ab. Vielleicht hängt es ja davon ab, ob das erste Neuron feuert und das andere Neuron feuert. Und das war nun seine Hypothese, und die Hypothese, die ist richtig, das funktioniert tatsächlich. Wenn wir sagen, wir verstärken eine Verbindung, also wir machen das W größer, wenn das Neuron davor aktiv ist und wenn das Neuron danach aktiv ist, wenn beide aktiv sind, dann machen wir das Neuron größer. Wenn das nicht der Fall ist, also wenn nur das erste aktiv ist oder nur das zweite aktiv ist oder beide inaktiv sind, dann verknurrt
das Gewicht so nach und nach. Ja, das Neuron wird abgebaut, wir verlernen was mit der Zeit. Das heißt also, der natürliche Zustand ist, wir verlernen einfach was, aber wenn es Aktivierung gibt und es gibt die Aktivierung oben und unten, dann wird das hier verstärkt. Und das kann man jetzt dynamisch stark simulieren und kann es ausprobieren. Da stellt man fest, so ein neuronales Netz kann tatsächlich etwas lernen. Und ich schreibe Ihnen jetzt hier mal was noch mit drauf auf die Folie, wenn das klappt. Einen Moment. Die Lernregel, die ist bekannt als Hebbsche-Regel, als Hebbsche-Lernregel für künstliche neuronale Netze. Die funktioniert und die lässt sich ganz einfach schreiben. Nämlich, Hebb hat gesagt, Neurone, Neurons, that fire together, wire together. Ja, ich schreibe es mal auf. Neurone, die gemeinsam Feuer, das und das, deren Verbindung wird verstärkt. Neurons that fire together, wire together. Das ist billig. Das ist super billig, aber es funktioniert. Diese Lernregel genügt, um ein künstliches neuronales Netz tatsächlich zu trainieren. Zum Beispiel dazu zu trainieren, Vögel zu erkennen. Der einzige Unterschied von so einem Vogelerkennungsneuronalen Netz ist, gegenüber zu sowas, es sind natürlich nicht zwei Neuronen, sondern wir haben sehr viele Neuronen. Wir haben mehrere tausend, vielleicht mehrere hunderttausend Neuronen da drin. Aber die Regel ist die und mehr steckt tatsächlich nicht dahinter. So, jetzt wissen wir also, ein neuronales Netz lässt sich ganz einfach aus diesen Mekalopitz-Neuronen aufbauen. Neuronen, die miteinander verbunden sind durch Drähte. Und die Stärke der Drähte gibt an, wie stark ein Signal von einem Neuron aufs andere übertragen wird. Je nachdem, wie viel Signal am Zielneuron ankommt, wird dieses Neuron auch wieder aktiv werden und wieder Signale weitergeben oder eben auch nicht. Das Ganze geht nicht nur in eine Richtung, sondern so ein biologisches neuronales Netz wie in unserem Gehirn, das ist natürlich kreuz und quer vernetzt. Das heißt, das sieht relativ durcheinander aus. Und durch die Lernregel, durch die Hebbsche Lernregel, kann sich jetzt aber dieses Durcheinander selbst organisieren. Die Verbindungen, die wichtig sind für die Funktionsweise des neuronalen Netzes, werden verstärkt. Und die Verbindungen, die nicht so wichtig sind, schwächen sich ganz von alleine ab. So, und jetzt kann Lernen. Und so ein Netz kann auch Muster speichern und wieder abrufen. Die große Frage ist, wir sind jetzt immer noch 1950 bis 1960, also die Zeit, als Technik so aussah wie dieser VW-Käfer hier. Es ist die Frage, wie baut man zu der Zeit so ein neuronales Netz? Sicher ist schon mal, man programmiert es nicht. Ja, es wird kein Informatiker gebraucht, der in irgendeiner Programmiersprache was hinschreibt, weil Mikroprozessoren gab es noch nicht. Ja, Computer, es gab zwar Computer, aber keine Computer, die man so einfach programmieren konnte, wie wir das heute tun. Das heißt, wenn man damals so ein neuronales Netz bauen wollte, nachbauen wollte, dann gab es eigentlich nur eine Idee. Ja, man muss hergehen und Drähte nehmen und irgendwelche Komponenten links und rechts hinbauen, die ihren Zustand speichern können. Und die Drähte, die können dicker oder dünner sein, also sprich, die können mehr Widerstand oder weniger Widerstand haben. Und so kann man das probieren. Und das ist das Ding, das Frank Rosenblatt tatsächlich gebaut hat, Anfang der 1960er Jahre. Das heißt, aus Drähten, Elektronenröhren, die Elektronenröhren sind dazu, um Zustände zu speichern, also 1 oder 0 zu speichern, eingeschaltet, ausgeschaltet zu speichern. Und die Drähte dazwischen sind dazu da, um die Signale zu übermitteln. Sein Perzeptron hatte eine Eingabematrix, die ist hier auf dem rechten Bild dargestellt. Da konnte man eine Form auf die Knöpfe reindrücken, also ein Dreieck, ein Kreis oder ein Viereck oder ein X oder so etwas. Und dann hat das künstliche neuronale Netz dahinter diese Form gelernt und war später auch in der Lage, diese Form wiederzuerkennen. Und damit hat er den Beweis erbracht, dass man auf diese Art und Weise tatsächlich ein künstliches neuronales Netz, ein künstliches Gehirn, hat man damals gesagt, ein künstliches neuronales Netz bauen kann.
Rosenblatt hat aber noch mehr gemacht. Und zwar ist jetzt gezeigt, dass man aus künstlichen Bauteilen so eine Art Gehirn nachbauen kann. Es ist gezeigt, dass man diesem Gehirn mit der Hebbschen Lernregel etwas beibringen kann. Was aber nicht so ganz klar ist, ist die Frage, kann man dem wirklich alles beibringen? Also wo sind die Grenzen? Theoretisch könnte man sich ja vorstellen, ich kann so ein Gehirn, das menschliche Gehirn, kann ich nachbauen auf diese Art und Weise. Die Maschine hier nochmal in Größe dargestellt, auf diese Art und Weise kann ich das nachbauen, wenn ich es groß genug mache. Und wenn ich jetzt allwissend wäre, dann könnte ich ja jedes Gewicht und jede Verbindungsstärke direkt einstellen, mir überlegen, wie muss die erste sein, wie muss zwischen zwei Neuronen die Verbindung sein, wie muss zwischen diesen zwei Neuronen die Verbindung sein und so weiter. Und damit ein Gehirn bauen, das so funktioniert und so aufgebaut ist wie mein eigenes zum Beispiel. Die Frage ist jetzt, kann ich das wirklich auch dem Ding beibringen? Und der Frank Rosenblatt war auch Mathematiker und er ist zu dem Schluss gekommen, ja, das geht. Ja, er hat es publiziert unter dem Namen Konvergenztheorem, was nichts anderes besagt, als dass das neuronale Netz tatsächlich jeden Zustand, den es annehmen kann, also jede Kombination an Verbindungsstärken, tatsächlich auch durch Training erlangen kann. Man muss sich also nie ausdenken, wie groß die Verbindungsstärken sind. Alles ist durch Training möglich. Das hat natürlich einen riesigen Hype damals ausgelöst. Das ist ja genau hier dargestellt, ja, von Anfang der 1960er Jahre. Hier sind wir jetzt etwa. Da geht es nach oben und es gab sehr viel Forschung auf dem Gebiet der künstlichen neuronalen Netze. Bis hier 1970 rum, also bis hier Ende der 1960er Jahre, da ist irgendwie was passiert. Und was ist passiert? Man könnte sagen, Marv Minsky ist passiert. Es gab zu der Zeit nicht nur künstliche Intelligenzforschung mit neuronalen Netzen, also die Idee, wir bauen ein künstliches Gehirn aus Drähten und elektronischen Bauteilen auf, sondern es gab auch schon die, sagen wir mal, richtige künstliche Intelligenzforschung, nämlich das sind die Leute, die sagen, wir können künstliche Intelligenz erzeugen, indem wir verstehen, wie die Logik hinter intelligenten Gedanken funktioniert. Und wir müssen diese Logik formalisieren und in Mathematik fassen, zum Beispiel mit dem Mittel der Prädikatenlogik, das, was Burkhard Lenz bei uns im Haus zum Beispiel treibt. Das ist echte künstliche Intelligenzforschung. Und Marv Minsky hat sich deshalb angeschaut, wo sind denn die Grenzen der einzelnen Ansätze. Und bei neuronalen Netzen, da hat er Grenzen gefunden, nämlich das Konvergenztheorem von Rosenblatt steht außer Frage. Ein neuronales Netz kann alles lernen, in Anführungszeichen. Aber Marv Minsky hat nachgewiesen, dass das alles bei neuronalen Netzen ziemlich beschränkt ist. Nämlich neuronale Netze können nur Probleme lösen, zumindest das Perzeptron, ich muss anders sagen, das Perzeptron vom Rosenblatt kann nur Probleme lösen, die linear separierbar sind. Das heißt, Probleme, die sich durch einen linearen Klassifizierer lösen lassen. Das Konvergenztheorem besagt, für alle diese Probleme brauche ich mir die Verbindungsstärken nicht überlegen. Das lässt sich trainieren. Aber andere Probleme als diese linearen Probleme oder multilinear separierbaren Probleme, andere kann das neuronale Netz grundsätzlich überhaupt nicht repräsentieren. Das bedeutet, die neuronalen Netze funktionieren zwar, aber sie funktionieren nur für eine bestimmte Klasse von Problemen und diese Probleme sind eben dummerweise die allereinfachsten Probleme und die sind schon seit Hunderten von Jahren gelöst. Das heißt, man kann eigentlich nichts damit machen, nichts Neues damit machen. Man kann forschen an den neuronalen Netzen, das ist cool und das macht Spaß, aber es führt am Ende nirgendwo hin, weil man immer nur Probleme lösen wird damit, die man eh schon lange lösen kann. Und deshalb hat er tatsächlich wirklich in einem Paper geschrieben, diesen Satz hier, Artificial Neural Networks are research dead end. Also die Forschung an künstlichen neuronalen Netzen sind eine Sackgasse. Man kann sie gehen, aber geht nirgends hin. Das hat jetzt eben tatsächlich dazu geführt, dass die Forschung an neuronalen Netzen praktisch auf den Nullpunkt abgefallen ist. Und es hat über 10 Jahre gedauert, bis sich die neuronalen Netze wieder in die Öffentlichkeit sozusagen zurückgewagt haben und bis man eben ge gezeigt hat,
Das stimmt so nicht, was er Marfminski da gesagt hat. Ja, da ist ein großer Denkfehler drin. Das möchte ich jetzt nicht im Detail erklären, tut hier nichts zur Sache. Aber da war ein Denkfehler drin. Tatsächlich funktionieren die neuronalen Netze doch und sie funktionieren auch für Probleme, die schwieriger sind als diese einfachsten aller Probleme. Und da, aber diese Erkenntnis, die hat über 10 Jahre gedauert. Und in dieser Zeit haben aber natürlich trotzdem manche Leute an neuronalen Netzen gearbeitet. Ja, Rummelhardt, Hopfield, Koronen hinten. Hinten gibt es heute noch, ja, der arbeitet für Google heute. Die haben da gearbeitet, aber die konnten ihre Ergebnisse gar nicht publizieren. Ja? Niemand wollte das wissen, weil neuronale Netze sind ja eine Sackgasse, also braucht man dazu auch nichts arbeiten und nichts publizieren. Als dann der Knoten gelöst wurde, dann haben die alle natürlich ihre Erkenntnisse in die Öffentlichkeit geworfen und dann ist tatsächlich innerhalb von 2, 3 Jahren waren plötzlich die neuronalen Netze da und die Forschung, die Entwicklung von 10 Jahren ging innerhalb von heute auf morgen sozusagen in die Öffentlichkeit. Und dann haben die neuronalen Netze funktioniert und jetzt hat man gesehen, oh, wir können mit neuronalen Netzen arbeiten. Allerdings, Sie sehen es an der Kurve, einen Hype gab es trotzdem nicht. Ja, es gab immer nur so ein paar Handvoll Leute auf der Welt, die eben mit neuronalen Netzen gearbeitet haben, die aber irgendwie doch meist nicht allzu ernst genommen wurden von dem Rest, vom Rest der Welt. Woran lag das? Grund Nummer eins ist, durch diesen nuklearen Winter der künstlichen Intelligenz, ja, das tiefe Tal, wo gar nichts geforscht wurde, sind die Leute vorsichtig geworden. Und man hat zunächst mal als erstes sein Fachgebiet etwas anders definiert, nämlich hat gesagt, okay, wir machen mal eine Unterscheidung zwischen starker künstlicher Intelligenz und schwacher künstlicher Intelligenz. Was ist die starke künstliche Intelligenz? Das ist die echte künstliche Intelligenz, also der Versuch, einen Menschen nachzubauen oder das Gehirn eines Menschen nachzubauen. Die schwache künstliche Intelligenz sagt, wir nehmen das, was da oben an Erkenntnis rauskommt, aber wir wollen nicht einen Menschen nachbauen oder ein menschliches Gehirn nachbauen, sondern wir wollen nur Probleme lösen, zu deren Lösung man typischerweise vielleicht Intelligenz braucht. Also zum Beispiel Schachspielen. Ja, Schachcomputer gibt es schon sehr lange. Und die spielen auch, haben auch schon in den 1970er Jahren, 80er Jahren ganz ordentlich Schach gespielt. Ist keine Intelligenz im Sinne von echter künstlicher Intelligenz, aber löst Probleme. Das heißt, mit den künstlichen neuronalen Netzen wollte man dann eben auch technische Probleme aus der Praxis einfach lösen. Aber auch da gab es wieder Konkurrenz. Und zwar habe ich das hier mal aufgeschrieben, weil parallel dazu, zu dieser Entwicklung der künstlichen neuronalen Netze, hat sich natürlich die Computertechnik weiterentwickelt. Mit den schnelleren Computern kann man größere Algorithmen, kompliziertere Algorithmen implementieren. Und es hat sich das ganze Feld des Machine Learning entwickelt und der Datenmodellierung. Und da gab es nun alle paar Jahre gab es einen Schub und gab super gute neue Ideen. Ja? Es wurden Hidden-Markov-Modelle publiziert, um Zeitreihenanalysen zu machen mit statistischen Methoden. Es wurden die Support-Vector-Machines erfunden, die besten Klassifizierer aller Zeiten vermutlich, die man so finden kann. Dann kamen die Random Forests, dann kamen die Boosting-Methoden. So alle paar Jahre gab es eine neue, und die sind alle super cool, diese Methoden. Ja? Wenn Sie in der Data Mining-Veranstaltung gehen wir das alles durch. Das sind wirklich tolle, tolle Methoden. Und die Welt, die Wissenschaftler, auch die Anwender, die haben sich natürlich auf die neuen Methoden gestürzt. Ja, hier gibt es alle 2 Jahre wirklich eine Revolution an tollen neuen Methoden, die tolle neue Möglichkeiten eröffnen. Und auf der anderen Seite gibt es aber ein paar unverbesserliche Leute, die arbeiten an künstlichen neuronalen Netzen, die 1990 immer noch genauso funktionieren wie 1960. Ja, da ist praktisch kein Unterschied. Das ist wirklich ein uralter Hut. Und das macht man natürlich nicht. Man setzt auf das Neue. Und man hat versucht, mit diesen neuen Methoden dann eben auch die Probleme, die technischen Probleme, vor allem der schwachen künstlichen Intelligenz zu lösen. Da gibt es schwierige und gibt einfache Probleme. Zum Beispiel das Problem Spracherkennung ist ein schwieriges Problem. Mit all diesen Methoden hat man gedacht, jetzt haben wir endlich eine tolle Methode, mit der können wir das Problem der Spracherkennung lösen, dass der Computer versteht, was ich sage. Hat nicht geklappt. Handschrifterkennung, das Gleiche.
Also eigentlich relativ einfache Probleme, man denkt, einfache Probleme sind mit all diesen tollen Methoden über Jahrzehnte am Ende nicht lösbar. Deshalb gab es eben immer noch auch Leute, die weiterhin an die künstlichen neuronalen Netze geglaubt haben und die gesagt haben, wir müssen das einfach probieren. Und wir dürfen nicht aufgeben, an den neuronalen Netzen zu forschen. Als nächstes schauen wir uns jetzt mal an, wie es die neuronalen Netze geschafft haben, doch noch dieses Plateau der Interesselosigkeit zu verlassen und wieder diesen Hype zu entwickeln, in dem wir heute drin sind. Eine Voraussetzung, eine Grundlage dafür war die Idee von Jan LeCun, der 1995 sein LINET publiziert hat. Und zwar war seine Idee, wieder von der Biologie abzuschauen, wie funktioniert denn ein Auge? Wenn ich ein neuronales Netz bauen will, das visuelle Muster erkennen kann, also so wie das Perzeptron vom Rosenblatt, sein LINET zum Beispiel konnte Zahlen erkennen, Ziffern erkennen, von 0 bis 9. Wenn ich sowas bauen will, dann kann ich ja nachschauen, wie macht denn das unser Auge? Und unser Auge macht es tatsächlich nicht so, dass ein Sehnerv, der hier bei uns im Auge drin ein Signal empfängt, dieses 1 zu 1 nach hinten weiterleitet im Gehirn, sondern unser Auge funktioniert so, dass es immer sogenannte Sehfelder gibt, wo alle Nerven, die in diesem Bereich drin sind, die geben zusammen ein Signal nach hinten. Dann gibt es ein zweites Sehfeld, es gibt wieder ein Signal nach hinten. Das klingt im ersten Moment ein bisschen merkwürdig, eigentlich wäre so eine 1 zu 1 Verknüpfung doch viel besser. Tatsächlich kann man aber durch diese Verknüpfung, durch diese andere Art der Verknüpfung, viel mehr Logik da einbauen und viel mehr Interpretation da schon in die ersten neuronalen Schichten einbauen, sodass der Schlüssel zur Intelligenz dessen, was man da sieht, also der steckt tatsächlich in diesem Aufbau zumindest teilweise mit drin. Und das hat der Jan LeCun nachgebaut. Das hat zusätzlich einen anderen schönen Effekt. Wenn man das macht, dann braucht man viel weniger Parameter anzupassen. Also man hat viel weniger Drahtverbindungen, die man anpassen muss, weil man ja nicht eine 1 zu 1 Verknüpfung hat, sondern weil man immer ein ganzes Sehfeld zusammen auf ein Kabel sozusagen ableitet. Und das ist vor allem dadurch deshalb wichtig, weil man das dann auch im Computer natürlich viel besser implementieren kann und weil es viel schneller rechnet. Wenn es etwa tausendmal schneller ist als so eine Komplettverdrahtung, dann kann dieser Faktor 1000 eben ausmachen, ob ich das Ding überhaupt rechnen kann oder nicht. Ja, tausendmal langsamer dauert es 1000 Stunden, bis es einmal durchgerechnet ist. Und das ist schon ziemlich lang, das kann ich nicht mehr abwarten. Wenn es nur eine Stunde dauert, dann geht das. Also das ist die Idee von Jan LeCun. Es wird ein eigenes Tutorial geben, wo wir da genauer drauf eingehen. Dann kommt die Zeit der neuronalen Netze in den Wettbewerb. Gerade zum Thema Mustererkennung gab es schon seit den 70er Jahren, 1970er Jahren mehr und mehr internationale Mustererkennungswettbewerbe. So was kann man ja machen. Zum Beispiel hier so ein Verkehrszeichenerkennungswettbewerb. Ja, ich gebe irgendeiner Maschine ein paar hundert oder ein paar tausend Fotos von Verkehrszeichen und will einen Algorithmus haben, der das richtige Verkehrszeichen erkennt. Und die Mustererkennungsleute, die haben seit Jahrzehnten, seit den 1960er Jahren, Algorithmen entwickelt, die diese Verkehrszeichen zum Beispiel erkennen können und die immer besser, jedes Jahr eben immer besser die Probleme lösen. Ja, manche dieser Challenges, die werden jedes Jahr abgehalten oder alle paar Jahre abgehalten und jedes Mal werden eben die Algorithmen ein bisschen besser. Und dann ist was passiert, so etwa um 2010 rum, 2011. Das sind zum ersten Mal die neuronalen Netze Leute auch zu diesen Challenges gegangen. Und das ist hier ein Beispiel von 2011, Verkehrszeichenerkennung. Da wurde zum ersten Mal dieser Wettbewerb von einem neuronalen Netz gewonnen. Und es wurde nicht einfach nur gewonnen vom neuronalen Netz, sondern das neuronale Netz war viel, viel besser als die zweitbeste Lösung. Und das Verblüffende war, der Wissenschaftler, der Doktorand, der das neuronale Netz entwickelt hat, der hat nicht seit 20 Jahren Mustererkennung gemacht, sondern der hat
vorher noch nie irgendwas mit Verkehrszeichenerkennung oder Mustererkennung gemacht. Kein Spezialist auf dem Feld, aber ein Spezialist auf dem Feld, wie baue ich ein künstliches neuronales Netz? Und dann ist natürlich ganz interessant, dass jetzt plötzlich Leute, die von Mustererkennung keine Ahnung haben, ein neuronales Netz bauen. Und das neuronale Netz ist aber der beste Mustererkenner, den je jemand gezeigt hat. In dem Fall war es sogar so, das neuronale Netz hat die Verkehrszeichen sogar besser erkannt als die Menschen. Ja, es gibt zu manchen dieser Challenges, gibt sozusagen als Goldstandard auch noch die Annotationen von Menschen. Man zeigt jedes Bild mal einem Menschen und der sagt, was sehe ich denn da drauf? Und dieses neuronale Netz hat tatsächlich deutlich weniger Fehler gemacht sogar als die Menschen, wenn erkennt diese Bilder. Das hat es nicht nur da gegeben, das hat es auch gegeben bei der großen Challenge, die auch regelmäßig stattfindet, die ImageNet Challenge. In dem ImageNet-Datensatz sind Millionen Bilder mittlerweile drin, die zu insgesamt 1000 unterschiedlichen Klassen führen. Ja, so ähnlich wie der Ziehfahrt-Datensatz, den wir vorher hatten, nur nicht 10 unterschiedliche Typen, sondern 1000 und nicht 60.000 Bilder, sondern Millionen Bilder. Und da ist das Gleiche passiert, die neuronalen Netze haben diese Challenge quasi übernommen. Ja, hier der Alex, mit seinem Alex-Netz ist er übrigens ein Mitarbeiter von Geoffrey Hinton zu der Zeit gewesen. Der hatte die Idee, dieses neuronale Netz vom Typ Linet, also das, was der Jan de Kun erfunden hatte, nicht auf einer CPU, nicht auf einem Mikroprozessor rechnen zu lassen, sondern auf einem GPU rechnen zu lassen. Und er hatte die super gute Idee, das nicht auf einer GPU rechnen zu lassen, sondern auf zwei GPUs rechnen zu lassen, damit nochmal doppelt so schnell zu sein. Doppelt so schnell zu sein heißt, das neuronale Netz kann doppelt so groß sein. Und wir wissen heute, je größer die neuronalen Netze sind, desto besser. Ein größeres neuronales Netz kann einfach viel mehr lernen, viel kompliziertere Probleme lösen als ein einfaches neuronales Netz. Und ein Schlüssel davon war eben, GPUs zu benutzen. Und ein zweiter Schlüssel war, mehrere GPUs zu benutzen. Das ist bis heute ein heikles Thema, weil die meisten Frameworks, die wir so benutzen und die Sie vielleicht nachher auch benutzen werden in Ihrem Projekt, die können nicht gut mit mehreren GPUs umgehen. Normalerweise ist mein Tipp immer, Leute, nimmt einfach eine GPU, weil wenn man ein neuronales Netz über mehrere GPUs trainiert, dann müssen die GPUs miteinander reden. Und GPUs sind ja sehr schnelle Number-Crunching-Maschinen, die rechnen sehr schnell. Die rechnen schneller, als sie Daten rein und raus kopieren können. Das heißt, wenn sie während des Rechenvorgangs Zwischenergebnisse von einer GPU in eine andere kopieren müssen und wieder zurück, dann dauert dieses Kopieren so viel länger als die eigene Rechnerei, dass sie, wenn sie Pech haben, sogar mit zwei GPUs langsamer sind als mit einer, ja, weil der Kommunikations-Overhead einfach überhand nimmt. Und Plattformen, Frameworks wie TensorFlow zum Beispiel, die am meisten benutzte, kann das ganz, ganz schlecht. Selten schneller mit mehreren GPUs als mit einer. Alex hatte eine Idee, wie er das macht. Es ist oben angedeutet, dass die Abbildung aus seiner Publikation. Er hat es so gelöst, dass er im Prinzip das neuronale Netz in zwei Hälften gespalten hat und die eine Hälfte auf der einen GPU gerechnet hat und die andere Hälfte auf der anderen GPU. Und nur an einer Stelle hier, ja, nur an einer Stelle gibt es Kommunikation zwischen den beiden GPUs und sonst nicht. Auf die Art und Weise konnte er es tatsächlich schaffen, das neuronale Netz doppelt so groß zu machen. Und mit diesem neuronalen Netz dann auch diese Challenge 2012 zu gewinnen. Also auch wieder ein junger Bursche, ohne jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet der Mustererkennung, aber mit super guten Ideen, wie man neuronale Netze groß und schnell machen kann. Und hat die Challenge gebracht. Ja, jetzt müssen wir die fragen, warum funktioniert denn das plötzlich? Das, was jahrzehntelang nicht funktioniert hat, scheint jetzt zu klappen. Was ist da passiert? Was hat sich verändert? Das Offensichtliche, was sich verändert hat, ist, wir haben jetzt schnellere Computer, wir können größere neuronale Netze machen. Also die schiere Größe macht ganz sicher einen Unterschied.
Das Zweite, was sich verändert hat, ist, wir haben jetzt Trainingsdaten, wie ich vorher schon mal gesagt hatte. Es gibt jetzt einfach durch Big Data in praktisch jeder Disziplin fast unendlich viele Daten zur Verfügung. Und wenn wir große neuronale Netze haben, dann brauchen wir viele Daten, große Datenmengen, um die zu trainieren. Ja, man könnte das so als Art Evolution betrachten. Ja, wir haben hier die biologische Evolution mit dem Menschen als Höhepunkt. Und wir haben auch jetzt aber die Evolution der Hardware. Bis hin vielleicht zum Quantencomputer demnächst mal, der uns hilft, noch größere künstliche neuronale Netze zu bauen. Wie groß sind die neuronalen Netze? Wenn wir anschauen, was Rosenblatt gemacht hat 1960, dann war das neuronale Netz bestand tatsächlich nur aus zwei Schichten von Neuronen. Ja, eine Schicht und die waren alle miteinander verknüpft und es waren ein paar hundert und das war's. Wenn wir 1985 quasi das Revival der neuronalen Netze angeguckt haben, damals konnte man schon die neuronalen Netze auf Computern simulieren, auf Computern programmieren. Die waren typischerweise, ja, hier habe ich vier Schichten, 16 Neurone, 55 Verbindungen. Ja. Also man kann es auch mal ein bisschen größer machen, dann hat man 100 Verbindungen oder vielleicht auch 500 oder 1000 Verbindungen. Aber das ist so die Größe, die damals möglich war. Und die immerhin ausgereicht hat, um zum Beispiel ein einfaches Spiel zu programmieren oder so einfache Probleme der schwachen KI zu lösen. Wenn wir die heutigen neuronalen Netze angucken, dann sind die sehr viel größer oder man sagt, sie sind tiefer, weil es eben quasi vom Input ganz tief in einen Stapel von künstlichen neuronalen Netzen geht. Ja, die tiefen neuronalen Netze heute, die haben zum Teil bis zu 1000 Schichten, eine halbe Million Neurone, 100 Millionen Verbindungen, vielleicht sogar noch mehr. Die großen Netze, die Google benutzt haben, haben noch deutlich mehr Verbindungen. Also der Unterschied ist, unsere neuronalen Netze sind viel größer. Dank der schnellen Computer können wir das machen. Das ist nochmal hier die Zusammenfassung vom ImageNet-Datensatz. Aktuell sehen Sie hier 14 Millionen Bilder, etwa 22.000 unterschiedliche Inhalte, wie vorher auf der Folie drauf, 1000 Klassen, die man unterscheiden kann. Aber mit 14 Millionen Trainingsbildern ist das tatsächlich möglich. So. Ein weiterer Unterschied ist, 1960 haben wir die neuronalen Netze als Hardware gebaut. Heute, auch schon ab 1980, hat man die neuronalen Netze nicht mehr in Hardware gegossen, sondern man ist dazu übergegangen, die zu programmieren. Also wir nehmen einen normalen Computer und simulieren auf diesem Computer das künstliche neuronale Netz. Das ist natürlich viel einfacher, geht viel schneller. Ich muss keine Hardware bauen. Und ich kann die Leistungsfähigkeit erweitern, indem ich einfach den Computer vergrößere. Da muss ich vielleicht nicht mehr meine Software ändern. Das heißt, die Evolution der künstlichen neuronalen Netze hat was damit zu tun, wie sich die Computer, wie die Computer größer und leistungsstärker werden. Ja, ich habe hier mal ein bisschen was aufgeschrieben, was ich noch selber miterlebt habe. Einer der ersten Rechner, auf dem ich an der Uni gearbeitet habe, war eine Microvex, hier ganz da vorne, unten. Auf so einem Computer haben wir typischerweise Größenordnung 100 Neurone etwas simulieren können. Ja, hier mein erster Rechner, den ich in meiner Firma im Berufsleben hatte, war eine Origin. Da konnte man so 10.000 bis 100.000 Neurone etwa simulieren auf dem Ding. Ja, wenn man dann zum AlexNet geht, 2012, da gab es eben schon GPUs, da gab es schon Grafikkarten. So eine Grafikkarte ist ordentlich schneller als die Origin. Und der war hier bei seinem AlexNet bei über 500.000 Neuronen, die er da trainieren konnte damit. Wenn wir jetzt mehr Richtung heute kommen, dann sehen wir 2016 eine GeForce-Grafikkarte von Nvidia. Die ist etwa 100 Mal so schnell wie mein Laptop, den ich hier vor mir auf dem Tisch liegen habe. Und relativ aktuell, das ist unser Grafikkartenserver, den wir im Rechenzentrum an der THM bei uns stehen haben, eine Nvidia DGX. Die ist etwa 10.000 Mal so schnell
wie der Rechner, den ich hier auf dem Schreibtisch liegen habe. Das heißt, ich kann auch ein neuronales Netz trainieren, das eben 10.000 Mal größer ist. Ja, wenn ich lokal auf meinem Rechner 100.000 Neuronen trainieren kann, kann ich eben 10.000 Mal so viel, also 1 Milliarde Neuronen theoretisch trainieren auf diesem Ding. Und damit kann ich neuronale Netze bauen, die mehr können als auf dem kleinen Rechner. Das heißt, ein ganz wichtiger Aspekt, warum neuronale Netze heute funktionieren und früher nicht funktioniert haben, ist, weil wir heute die schnellen Computer haben, die uns das ermöglichen. Ja, die Evolution geht natürlich weiter mit spezieller Hardware, die nur für solche Anwendungen entwickelt wird. Wichtigstes Beispiel vielleicht sind die TPUs von Google, die Tensor Processing Units, die tatsächlich noch mal viel schneller sind. Also eine solche Kiste ist etwa 1 Million Mal so schnell wie der Rechner, den ich hier bei mir auf dem Tisch stehen habe. Das heißt, man kann noch mal größere neuronale Netze trainieren und damit eben noch mal mehr machen. Und das funktioniert. Die Evolution der künstlichen neuronalen Netze folgt natürlich so ein bisschen zumindest ähnlichen Gesetzmäßigkeiten wie die Evolution in der Biologie. Und die biologische Evolution, die geht nicht gleichmäßig, sondern von der weiß man, dass es Sprünge gibt, dass nach einer bestimmten Zeit plötzlich irgendeine Fähigkeit da ist, die dann ein Individuum weit überlegen macht den anderen Individuen. Und das ist ein evolutionärer Sprung. Sowas gibt es hier auch. Einer der letzten evolutionären Sprünge hier ist zum Beispiel Googles AlphaZero, ein riesiges künstliches neuronales Netz, das im Prinzip gar nicht viel anders funktioniert als das Perzeptron bereits 1960, nur viel, 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 viel größer ist. Und AlphaZero konnte Schachspielen lernen, einfach durch Schachspielen. Ja, also die Google-Leute haben AlphaZero Schach spielen lassen gegen sich selbst und im Laufe der Zeit hat er dann selbst gelernt, welche Züge günstig sind und welche Züge ungünstig sind. Wie kann sowas funktionieren? Ja, das kann einfach wieder dadurch funktionieren, dass der sehr schnell Schach spielen kann. Ja, und innerhalb von 4 Stunden hat er es geschafft, 44 Millionen Partien Schach zu spielen. Ja, wenn man mal überlegt, ein Mensch müsste das machen, dann müsste ein 50-jähriger Mensch müsste jeden Tag seines Lebens 2500 Partien Schach gespielt haben. Ja, oder wenn er 10 Partien pro Schach spielt, müsste er 12.000 Jahre lang Schach spielen. Diese Erfahrung hat das neuronale Netz einfach in ein paar Stunden schon und deshalb kann es nachher eben auch spielen. Das führt uns aber genau zu einem wichtigen Punkt, den ich hier nicht verschweigen will, und zwar der Punkt, es sind die Trainingsdaten. Beim Schachspielen ist das relativ einfach, weil ich kann das Ding ja einfach gegen sich selbst spielen lassen und damit praktisch beliebig viele Trainingsdaten erzeugen, beliebig viele Schachzüge erzeugen, mit denen ich das Ding trainieren kann. Das ist nicht immer so. Wenn wir zum Beispiel diese Bilderkennungsgeschichte nehmen, die Bilderkennungs-Challenge nehmen, da ist es tatsächlich so, dass man eben die Bilder braucht. Die Bilder kann man nicht künstlich erzeugen, sondern es muss jemand diese Filmbilder tatsächlich fotografieren, damit das neuronale Netz damit trainiert werden kann. Das heißt, die Daten, die sind das, was für uns wichtig ist. Ich schreibe Ihnen das hier mal rein, wenn das funktioniert. Einen Moment. Ganz einfach, die Daten sind alles. Damit will ich Ihnen sagen, dass unser künstliches neuronales Netz ja nur lernt dadurch, dass es Daten sieht, dass wir ihm Daten zeigen, dass wir ihm Beispiele zeigen. Das heißt, offensichtlich, das neuronale Netz kann auch nur lernen, was wir ihm zeigen. Es kann also nie irgendetwas lernen, das es nicht während des Trainings gesehen hat. Das bedeutet, die einzige Kontrolle, die wir darüber haben, was das neuronale Netz lernt, die liegt tatsächlich in den Daten. Wenn wir falsche Bilder zeigen, die vielleicht
einen falschen Label haben, ja, wo Vogel dran steht, in Wirklichkeit ist es ein Flugzeug, dann wird das neuronale Netz durcheinander kommen. Wenn wir Bilder zeigen, wo Vogel dran steht, aber innen drin ist gar nichts, dann wird das neuronale Netz durcheinander kommen. Das heißt, Sie müssen sich immer darüber im Klaren sein, das gesamte Wissen, das Ihr neuronales Netz irgendwann erlangt, das kommt aus den Daten. Und da müssen Sie dafür sorgen, dass das in den Daten drin ist, weil von alleine passiert das nicht. Ja, fort von alleine, normalerweise bekommen Sie Daten, die sind irgendein Wust, da steht eben nicht genau das richtig drin, was das neuronale Netz braucht. Deshalb kann man das nicht häufig genug sagen und nicht wichtig genug nehmen, auf die Daten zu achten. Ja, ein Beispiel habe ich hier aus dem ImageNet-Datensatz. Das ist eines der Bilder, die typischerweise falsch vorhergesagt werden. Ja, da heißt Ground Truth, also das, was es eigentlich sein soll, ist Heu. Und das GoogleNet vom Jan LeCun, das neuere Netzwerk, das er für Google gebaut hat, das sagt eben, es ist ein Pferd oder vielleicht ist es ein Hartebeest, das ist so eine Art Antilope oder ein Kamel oder ein Warzenschwein oder eine Gazelle. Es ist nicht Heu. Ja, wenn ich Sie fragen würde, was ist auf dem Bild drauf, dann würden Sie auch nicht sagen, auf dem Bild ist Heu. Genau das ist es. Ja. Man kann manchmal mit solchen Problemen umgehen, wenn man sehr viele Daten hat. Ja, wenn das hier zig Millionen Bilder sind, dann spielen einzelne solche Fehler nicht wirklich die große Rolle. Wenn es aber wenig Daten sind, dann sind Fehler in einzelnen Trainingsmustern, in einzelnen Trainingsbildern natürlich umso wichtiger. Okay. Deshalb haben wir eben für diesen ImageNet-Wettbewerb diesen riesigen Datensatz, in dem Sie sehen, dass von allen möglichen Arten von Dingen, die erkannt werden sollen, ganz viele, und zwar sehr unterschiedliche Exemplare vorhanden sind. Da muss ein Auto drauf sein, das ist klein, da muss ein Auto drauf sein, das ist groß, da muss ein Auto drauf sein, das ist rot, da muss ein Auto drauf sein, das ist grün. Alle Variationen, die es gibt, müssen tatsächlich in dem Datensatz drin sein, sonst kann Ihr neuronales Netz das nicht lernen, weil es gibt nirgends eine Stelle, wo Sie dem neuronalen Netz sagen, ja, das ist ein Auto, aber jetzt alles in grün statt in rot. Gibt es nicht. Ja? Es muss im Trainingsdatensatz drin sein. Deshalb ist Ihr Trainingsdatensatz, mit dem Sie das neuronale Netz trainieren, der muss alles enthalten und der enthält alles, was Ihr neuronales Netz nachher kann. Das müssen Sie sich immer klar machen. Okay, jetzt kommt noch ein Thema, das muss ich kurz ansprechen, weil das relativ wichtig ist. Heutzutage werden die meisten Menschen hergehen und künstliche neuronale Netze gar nicht mehr programmieren, weil, wie so oft in der Informatik, gibt es mittlerweile Frameworks, irgendwelche fertigen Pakete, die einem das zur Verfügung stellen. Das heißt nicht, dass es nicht möglich ist. Es ist sehr einfach möglich, mit einer modernen Programmiersprache ein neuronales Netz von Grund auf neu zu programmieren. Das ist auch gar nicht schwierig, wenn man weiß, wie das Ding funktioniert. Kann man das auch in 10 Minuten hinschreiben. Das ist tatsächlich nicht wirklich schwierig. Aber noch einfacher ist es, eines dieser fertigen Pakete zu nehmen. Ich habe hier mal Keras als Beispiel rausgeschrieben. Ups, was immer da, Keras. Weil das das Einfachste ist. Und das ist auch das, das ich Ihnen zum Einstieg empfehlen würde. Keras ist nämlich gut. Keras ist richtig gut und ist sehr einfach. Und Sie sehen, wenn wir ein neuronales Netz bauen wollen, Keras, das ist der ganze Code hier, da steht einfach model at, at dense, heißt, füge dreimal so eine Schicht hinzu, vom Typ dense, da sollte man natürlich mal wissen, was eine dense Schicht ist, aber wenn man das einmal weiß, kann man die einfach hinzufügen, schreibt noch hin, wie groß die sein soll, sagt nachher compile und fit heißt so viel wie trainiere, und dann trainiert das Ding und ist fertig. Also in wenigen Sekunden kann man das hingeschrieben haben. Was natürlich nicht heißt, dass es völlig überflüssig ist, zu begreifen, was da eigentlich passiert. Ich würde mal schätzen, 90%, wenn nicht mehr, der Leute, die heute künstliche neuronale Netze anwenden, nicht programmieren, die sagen vielleicht von sich, dass sie es programmieren, in Wirklichkeit wenden sie es an, die wissen nicht wirklich, was sie da genau tun, sondern die machen nach irgendeiner Vorlage, nach irgendeinem Tutorial machen die das halt und verblüffenderweise funktioniert das auch relativ häufig. Das
Der Effekt, der ist bei neuronalen Netzen vielleicht sogar stärker als in anderen Gebieten, weil da die neuronalen Netze selbst organisierend sind, organisieren die sich ja selbst so, dass sie funktionieren. Das heißt, selbst wenn ich beim Zusammenbauen des neuronalen Netzes einen Fehler mache, wird das neuronale Netz trotzdem versuchen, sich so umzuorganisieren, dass es quasi meinen Fehler wieder ausbügelt und nachher trotzdem funktioniert. Das ist natürlich eine tolle Sache und führt dazu, dass man tatsächlich eben neuronale Netze heute auf diese beiden Arten machen kann. Entweder wir programmieren es oder wir stecken es nur zusammen und verwenden es. Man kann das so ein bisschen vergleichen wie die Sache mit dem Autofahren, ja? Es gibt Leute, die können Auto fahren, es gibt Leute, die können sehr gut Auto fahren, ja, es gibt Leute, die können sehr gut künstliche neuronale Netze anwenden und damit Anwendungen machen, die auch funktionieren und die hilfreich sind. Es gibt aber auch Leute, die können Autos bauen. Ja, ein Automobilbauingenieur, der kann ein Auto bauen. Ein Autofahrer, auch ein sehr guter Autofahrer, kann höchstwahrscheinlich das Auto nicht bauen, weil er nicht genau weiß, wie das alles funktioniert. Ein Automobilbauingenieur ist nicht automatisch ein besonders guter Autofahrer. Er kann vielleicht manche Dinge beim Autofahren besser machen, weil er genau weiß, wie die Bremse reagiert auf bestimmtes Verhalten und so weiter. Er versteht, was das Auto so macht. Während der hier einfach ausprobiert, was passiert denn? Oh, links aufs Pedal wird es langsamer, rechts aufs Pedal wird schneller. Mehr brauche ich nicht wissen. Was da unten drunter alles ist, interessiert mich nicht. Es gibt die beiden Arten. Da ist keine Wertung dabei. Ja, ein sehr guter Autofahrer ist ein sehr guter Autofahrer und verdient Respekt. Ein Automobilbauingenieur hat einfach anderes Wissen, ja, anderes Wissen, ein tieferes Wissen über das Auto, ganz sicher. Ist die Frage, was Sie werden wollen. Ja, Sie sind ein Softwareingenieur, da wird man als erstes mal nach da unten zeigen und sagen, ja, als Softwareingenieur gehöre ich ja dahin. Stimmt nicht ganz unbedingt. Weil vielleicht reicht es auch, wenn Sie einiges davon wissen, aber nachher trotzdem das hier machen. Ja? Oder Sie verstehen alles, aber kaufen sich trotzdem ein Auto. Ja? Ich bin relativ sicher, auch der Kollege, der hier Automobilbauingenieurwesen lehrt bei uns an der Hochschule, der wird daheim vermutlich kein Auto fahren, das er selbst gebaut hat, sondern der hat sich trotzdem eins gekauft. Ja? Weil das gekaufte Auto vielleicht für den Anwendungszweck einfach das Bessere ist. Und so kann es bei den neuronalen Netzen auch sein. Also selbst wenn jemand alles versteht, kann er trotzdem ein gekauftes Auto, sprich ein Framework, sei es TensorFlow oder Keras, verwenden. Und das ist nicht anrüchig, sondern das ist vollkommen okay. Genau, jetzt sind wir bei den Frameworks. Da muss ich mal ein bisschen in die Mitte gehen, damit Sie mich noch sehen können. Genau. Ich habe hier mal so die wichtigsten aufgeschrieben. Sie sehen, das ist schon ziemlich viel. Aber Sie brauchen das nicht alles wissen, weil benutzen tun Sie am Ende wahrscheinlich sowieso nur eins davon. Ich fange mal ganz oben an. TensorFlow ist vielleicht das am häufigsten verwendete, von Google entwickelte Framework. Keras gehört mittlerweile zu TensorFlow dazu, ist quasi eine einfachere API noch. Da ist mehr weggekapselt, man hat weniger Einstellungsmöglichkeiten, weniger Manipulationsmöglichkeiten. Dafür kann man einfache neuronale Netze sehr einfach und schnell machen. Wie gesagt, mein Tipp ist, damit anzufangen. Die Frameworks hängen auch an der Programmiersprache natürlich. Deshalb stehen die hier immer mit dabei. Ja, also wenn Sie mit Python arbeiten, dann ist TensorFlow Keras eigentlich eigentlich eine ideale Lösung für den Einstieg. Wenn Sie lieber mit Sprachen wie Scala zum Beispiel arbeiten, dann ist vielleicht MixNet die bessere Variante. MixNet ist mittlerweile adoptiert von Amazon und ist auch sehr gut. Vor allem ist MixNet das einzige Framework, das wirklich sehr, sehr einfach viele GPUs unterstützt. Also wenn Sie ein riesiges neuronales Netz haben, Sie brauchen wirklich 4 oder 8 GPUs, die Sie gleichzeitig für das Training benutzen wollen, dann ist der Tipp wahrscheinlich auf MixNet zu gehen, weil TensorFlow kann das gar nicht gut. Ja, können Sie vergessen. TensorFlow immer nur auf einer GPU arbeiten, alles andere meiner Erfahrung nach nicht viel Sinn. Java ist leider ein bisschen zurückgeblieben. Java ist nicht so die Machine Learning Plattform, liegt einerseits daran, dass Python im Bereich Machine Learning einen riesen Hype hinter sich hat, liegt außerdem daran, dass im Machine Learning funktionale Programmierung eine feine Sache ist, weil
Wir arbeiten mit Daten, die Daten sind das Wichtige. Das heißt, wir wenden Algorithmen auf Daten an, wir wenden Funktionen auf Daten an und wir wenden Funktionen auf die Funktionen an, mit denen wir Daten bearbeiten und verschachteln das immer mehr und immer mehr. Es gibt so eine Pipeline von Funktionen, die aufeinander angewendet werden. Und sowas kann man offensichtlich und logischerweise in einer funktionalen Sprache sehr schön und sehr einfach und sehr intuitiv hinschreiben. Deshalb sind funktionale Sprachen in dem Bereich der Datenanalyse nicht nur weit verbreitet, sondern auch tatsächlich von großen Vorteilen. Und Java kann zwar mittlerweile auch sehr viel funktional, aber ist eben im Kern eher keine funktionale Sprache. Auch dieses komplizierte, objektorientierte Hingeschreibe in Java ist eher kontraproduktiv, wenn man mit Daten arbeitet. Allerdings in Python braucht man es auch, da schreibt man es genauso umständlich hin. Also, sei es drum. Ja, also, ich habe Canet hier unten hingeschrieben, weil das ein Konzept ist, mit dem man künstliche neuronale Netze bauen kann. In der Programmiersprache Julia, meine Lieblingsprogrammiersprache für diesen Zweck. Tatsächlich kann man in der schönen Programmiersprache künstliche neuronale Netze von Grund auf fast so einfach programmieren wie mit dem Framework. Man braucht eigentlich gar kein Framework mehr dafür. Was haben wir noch? Torch ist die alte C MATLAB Bibliothek. Da gibt es auch ein schönes Lua-Paket dafür. Und es gibt PyTorch, das ist der Port von Torch nach Python. Das ist das, was Facebook benutzt und weiterentwickelt. PyTorch hat ein bisschen ein anderes Konzept als TensorFlow. Es ist ein bisschen näher am echten selber Programmieren. Man hat ein bisschen mehr Kontrolle. Es ist weniger weggekapselt alles. Dafür ist es ein bisschen komplizierter, ein bisschen umständlicher auch. Aber das ist so Geschmackssache. Ja, will ich mehr kontrollieren, dann ist PyTorch der bessere Weg. Will ich es mir einfach nur einfach machen, dann ist TensorFlow der bessere Weg. Man kann nicht sagen, dass die PyTorch-Modelle automatisch besser sind als die TensorFlow-Modelle. Ganz sicher nicht. Dann gibt es Caffe. Das ist ein Framework für CC++. Sagen Sie jetzt wahrscheinlich, ja, pff, das ist ja alter Hut. Nein, ist es überhaupt nicht. Vor allem ist Caffe ein super schnelles Framework. Auch wenn TensorFlow auf den GPUs ungeschlagen ist, ist Caffe doch immer noch schneller. Und vor allem, wenn Sie vielleicht später mal ein neuronales Netz auf ein Embedded System bringen wollen, weil Sie irgendwie im Auto oder in einem Gerät drin oder in einem kleinen selbstfahrenden Automobilmodell oder Roboter ein neuronales Netz implementieren wollen, dann ist es die beste Idee, das mit Caffe zu machen, in C++ zu programmieren, weil dann rennt das auch auf einem Raspberry Pi oder auf einem Banana Pi rasend schnell und funktioniert. Was mit TensorFlow theoretisch auch geht, es gibt Techniken, um TensorFlow-Modelle auf Embedded Systeme zu bringen. Das ist aber, wenn ich ehrlich bin, unnötig kompliziert. Ja, so, das ist dafür einfach nicht gemacht. Ja, also, man kann es machen, wenn man sich unbedingt unnötig Arbeit machen will. Der einfache Weg ist, gleich auf die echte native C-Plattform zu gehen. Und da sind wir hier und das ist eben auch wirklich mein Rat, dann das zu benutzen. So, die anderen brauchen wir, glaube ich, nicht im Detail zu besprechen, sondern gucken uns mal an, nochmal die Programmiersprachen. Programmiersprachen unterscheiden sich in einem Konzept. Es gibt eher funktionale Sprachen, objektorientierte Sprachen oder reine Skriptsprachen, die so von allem so ein bisschen was haben. Es gibt Sprachen, die eine REPL haben, wo man spielerisch damit umgehen kann. Es gibt kompilierte Sprachen und. Der Haupteffekt, den eben der Aufbau einer Programmiersprache hat, ist die Geschwindigkeit. Und deshalb gibt es hier immer wieder so Benchmarks, wie schnell unterschiedliche Programmiersprachen für unterschiedliche Aufgaben sind. Und Sie sehen hier verglichen mit C, mit dem GCC kompiliert, sind alle Tests 1,0 und dann verschiedene andere Programmiersprachen. Und da sehen Sie eben zum Beispiel heiß geliebte Sprachen wie Python, was im Machine Learning sehr weit verbreitet ist, ist einfach grottenlangsam. Ja. Das ist
nicht ganz so schlimm für die neuronalen Netze, weil wir benutzen ja sowieso nur die TensorFlow-Funktion, also die Keras-Funktion oder die PyTorch-Funktion. Und die sind natürlich nicht in Python geschrieben. Ja? Die sind in C geschrieben und sind schnell und gehen dann auf die GPU und sind schnell. Und die meisten Leute benutzen eben dann Python ja eigentlich nicht als Programmiersprache, sondern Python wird benutzt lediglich als Werkzeug, um die TensorFlow-Befehle aufschreiben zu können und quasi um TensorFlow-API ansprechen zu können. In dem Moment aber, wo Sie selber was programmieren müssen, wo Sie Ihre Daten manipulieren, wo Sie irgendwas in Python programmieren, da hageln Sie hier rein und da sehen Sie, da sind Sie eben bis zum Faktor 100 langsamer als natives C. Wenn Sie selber was programmieren müssen, dann ist es eine gute Idee, von Python wegzugehen. Es ist noch eine bessere Idee, von MATLAB wegzugehen. Ja, das ist noch mal viel langsamer. Die freie Alternative zu MATLAB, Octave hier, die ist unglaublich langsam. Ja, das kann man eigentlich, darf man das gar nicht erst benutzen. Tatsächlich, der neue Star in der Machine Learning Welt, der heißt hier Julia. Das ist jetzt nicht die ganz neue Version, sondern eine relativ alte Version von Julia, die hier getestet wurde. Aber Sie sehen, Julia-Programme sind fast so schnell wie C-Programme. Trotzdem hat Julia eine REPL, ist just-in-time kompiliert. Man kann sehr spielerisch und einfach damit programmieren, eigentlich genauso einfach wie mit Python. Und hat eben dann beides zusammen. Man programmiert so einfach wie Python. Muss ein bisschen mehr aufpassen, weil es ein strenges Typsystem gibt bei Julia, auf das man mehr achten muss als bei Python, wo man da eigentlich fast gar nicht achten muss, außer es fällt einem mal auf die Füße, was durchaus mal passiert. Aber das ist ein bisschen schwieriger bei Julia. Dafür hat man die Performance, die wirklich vergleichbar ist mit der C-Performance. Und man muss dann nicht mehr eben ein TensorFlow-Paket, ein NumPy-Paket, ein SciPy-Paket im Hintergrund aufrufen, um eine schnelle Funktion zu haben, sondern man kann selber hinschreiben, alles was man will, und ist genauso schnell. Das ist durchaus ein großer Vorteil. Deshalb setzt sich Julia im Bereich Machine Learning sehr stark durch in den letzten Jahren. Also sehr viele von den Leuten, die künstliche neuronale Netze programmieren, also nicht die Autofahrer, sondern die Automobilbauingenieure, die machen das mittlerweile mit Julia. Die, die nur fahren mit dem neuronalen Netz, die machen das typischerweise mit Python, weil das ist doch noch ein Tickerchen einfacher. Und ja, wenn ich eh das Verständnis gar nicht brauche, was unter dem Motor, mich gar nicht dafür interessiere, was unter der Motorhaube passiert, dann brauche ich auch nicht immer die Programmiersprache verwenden, die mir das ermöglicht, das alles zu verstehen. Genau. Das nur habe ich Ihnen nur so als kurzes Cheat Sheet hier mal mit draufgepackt, damit Sie so ein paar Vergleiche machen können. Wichtige Dinge. Ich weiß, wie es in Python geht. Wie geht denn das in Julia? Oder ich weiß, wie es in R geht. Wie geht denn das in Python? Statt Python habe ich hier gleich NumPy oben hingeschrieben, weil alles, was numerisch ist, darf man nicht in Python machen. Ja, man muss es mit einem Paket machen, das ein bisschen schneller ist, das eben nicht in Python geschrieben ist. Ja, deshalb, selbst einfache numerische Operationen macht man günstigerweise gleich mit NumPy und nicht mit Python selbst. Und ich glaube, das war meine letzte Folie von diesem Tutorial. Das heißt, ich bedanke mich bei Ihnen hier ganz im Eck neben der Tabelle. Und freue mich drauf, dass Sie vielleicht das nächste Tutorial auch angucken. Da geht es nämlich dann weiter wirklich zum Perzeptron und zum Multilayer-Perzeptron. Und dann schauen wir uns an, wie man so ein Ding programmiert, und wie man es anwendet. Okay, vielen Dank. Until then, I'm Luba Goy for Bits and Bytes. And I'm Billy Van. Bye for now.